So, da sind wir wieder. Und wir wollten uns hier weiter umschauen. Also diesen Test hatten wir schon bestanden. Den Schatz davon in Anführungszeichen haben wir auch schon bekommen. Das heißt, wir sollten jetzt hier mal die Räume abklappern. Wir haben Ninja-Sterne. Obwohl wir da eigentlich die Schleuder haben wollten. Obwohl, die Schleuder braucht beide Hände. Und so haben wir wenigstens immer ihn mit dem Kompass in der Hand. Also, haben wir noch mehr Ninja-Sterne? Ja, wir haben vergiftete Wurfdolche. Wurfpfeile. Die klingen doch gut. Besser als Steine und Schleudern. Die würde ich aber ungern einfach so auf den Boden schmeißen. Wir müssen echt unbedingt einen Platz finden, wo wir unser Zeug loswerden können. Wo wir aber auf jeden Fall wieder hinkommen. Also eventuell vor dem Nahrungsraum. Also da, wo die Pilze respawnen. Denn ich habe den Verdacht, dass wir da uns irgendwann nochmal zurückziehen werden. So, hier ist nix. Waren wir da schon? Gucken wir mal kurz. Wir gehen nach Westen, wir gehen nach Westen, wir gehen nach Westen. Ja, ich glaube, hier waren wir schon mal. Wir gehen nach Norden. Und hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Und einfach nur ein Raum mit einem Teleporter. Okay, gucken wir mal. Die nehmen wir mit. Da hat es gerade Klick gemacht. Oh, seht ihr das da? Das ist auch neu. Eine Mini-Druckplatte. Die nur nichts macht. Okay. Und ich höre ein Wupp-Wupp. Fliegende Schlange? Nö. Ich habe den Verdacht, dass dieser Schalter die Tür aufmacht. Und sobald wir die Druckplatte treten, geht's wieder zu. Au, wo bist du denn her? Und du gehst richtig schnell tot. Also werfe ich mal hier was lang, in der Hoffnung, dass das irgendwie die Druckplatte deaktiviert. Weil da scheint auch eine Druckplatte zu sein. Also Wurf. Es dauert eine Weile, bis es Tong macht. Und da kommt ein Skelett an. Das beballern wir mal ein bisschen, damit die da hinten ihre Ninja-Level vollkriegen. Ja, und die Frontkämpfe können auch ruhig ein bisschen Schaden bekommen. Das sind auch alles Nahkampf-Erfahrungspunkte. Und wir wollen ganz viele Erfahrungspunkte. So, Pfeil in die Hand, Wurfpfeil in die Hand. Und die Tür geht wie erwartet zu. Schade. Ich kenne noch einen Zauber von früher, mit dem man Türen aufbekommt. Der klappt nur nicht. Probier mal eine Stufe höher. Gosmog ist ja doch ein Magier. Das habe ich irgendwie vergessen und wurde dank der Kommentare wieder daran erinnert. Er ist ein Craftsman Wizard. Das ist schon ziemlich hoch. Also kann er mal einen höheren öffnen Zauber probieren. Klappt auch nicht. Und für einen ganz hohen hat er keinen Mana. Schlafen wir mal. Also es war nicht ganz hoch, aber es war schon ziemlich hoch. Wenn man es vergleicht mit den Zaubersprüchen, die wir sonst so sprechen. Und das geht auch nicht. Okay. Machen wir nochmal auf. Und was machen wir jetzt? Können wir es rauflegen? Nö. Können wir was Breiteres rauflegen? Auch nicht. Ja, es gibt hier ja nur zwei Punkte, wo man es hinlegen kann. Einmal rechts und einmal links. Man kann nicht irgendwas in die Mitte legen. Na gut, ich... Oh, hier sind noch Wurf-Dingens. Ich nehme jetzt noch einen von diesen Giftpfeilen. Ah, wo kommst du jetzt schon wieder her? Na komm, dreh auf die Druckplatte. Vielleicht machst du ja auch irgendwas. Nee, Gegner lösen sie nicht aus. Mein Plan war jetzt gleich, ich nehme jetzt diesen Giftpfeil oder diesen Slayer-Pfeil und schmeiß den auch dahin und gehe dann einfach hier weg. Der Sinn hinter diesem Slayer-Pfeil soll sein, dass wenn wir von der anderen Seite mal zufällig kommen sollten, dass wir dann wissen, aha, hier waren wir schon, wir müssen also auf der anderen Seite nicht erforschen. Und wir haben dieses Rätsel oder was auch immer schon gelöst. Dafür haben wir jetzt keine zwei Slayer-Pfeile mehr, aber was soll's. Ich weiß eh nicht, wie viel Schaden die machen, wenn sie überhaupt wirklich viel mehr Schaden machen. So, wo sind wir jetzt? Das ist die nächste Frage. Sieht ein bisschen so aus,
Ja, ich glaube, hier waren wir schon mal. Ja, hier waren wir definitiv schon mal. Hier ist nämlich die Fackelhalterung, wo wir keine Fackel für halten, Fackel für hatten. Also wir müssen in die Richtung weitergehen. Da kommen wir in ein Gebiet, das wir noch nicht kennen. Mann, Mann, Mann. Ja, früher war das schon wirklich anstrengender. Also ich weiß noch, als Kind, ich hatte mir auch keine Karten gezeichnet, weil das irgendwann zu unübersichtlich wurde. Vor allem wegen Drehern. Und wenn man ein ganzes DIN A4-Blatt voll gemalt hat in der Karte und dann plötzlich merkt, hey, hier wiederholt sich ja was, weil man irgendwo gedreht wurde, dann hört man recht schnell auf, Karten zu zeichnen. Also hatte ich die fast immer alle im Kopf. So gut es halt eben ging. Oh, und hier geht's runter. Und ich hoffe einfach mal, dass das so langsam bei mir zurückkehrt, dass ich im Kopf mir die Karten wieder anfertige. Bis jetzt geht das nur so lala. Also hier könnten wir jemanden wiederbeleben, das müssen wir momentan nicht. Hier könnten wir aber ein kleines Depot anlegen. Denn diese Etage haben wir ja eigentlich noch nicht zu Ende erforscht. Okay, machen wir das einfach mal. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Kiste voll mit Essen. Das ist schon mal gut. Wir haben ein Halsband, das ich nicht unbedingt tragen möchte. Wir haben eine Kiste nicht voll mit Essen. Das ändern wir mal. So, die Kiste lassen wir auch hier. Dann haben wir Steine. Steine brauchen wir auch nicht unbedingt. Das Kettenhemd brauchen wir da auch nicht. Ich sollte das ein bisschen aufteilen, damit das nicht alles auf einem Haufen liegt. Sonst wird das echt zu unübersichtlich. So, wir haben das Horn behalten wir mal. Die Schleuder lassen wir hier. Dementsprechend auch die Steine. Macht einer der Stöcke was? Stöcke machen ja normalerweise Mana. Mana 2 Punkte. Das ist lächerlich. Und dafür können wir damit nichts Ordentliches anfangen, oder? Nö, wir können es schwingen. Wahrscheinlich, wenn unser Magier-Level später hoch genug ist, dann kriegen wir noch extra Fertigkeiten. Aber bisher haben wir hier auch nur Brandmarken und Verwirren. Aber wenn wir verwirren wollen, können wir auch das Horn nehmen. Und das Brandmarken scheint irgendwie gar nichts zu machen. Das hatten wir ja bei der einen fliegenden Schlange ausprobiert. Also das Ding bleibt auch hier und der Stab auch. Hasenpfoten. Wissen wir nicht, was sie machen? Können wir ruhig mitnehmen. Eine leere Kiste. Haben wir irgendwo noch genug Essen? Da ist noch eine Kiste voll Essen und hier ist noch eine Kiste voll Essen. Das heißt, wir lassen eine dritte Kiste voll Essen da und die vierte nehmen wir mit. Denn wir müssen ja auch zwischendurch mal was essen und eine Kiste müsste eigentlich für eine Weile reichen. Es muss ja eigentlich nur reichen, damit wir diese Etage zu Ende erforschen können. Er hat schon 163 Lebenspunkte. 146, 166. Unser Elijah hat mehr Lebenspunkte als unser Krieger. Auch nicht schlecht. Ja, aber das kommt daher, dass er halt recht häufig Level-Ups hatte. Also als Zauberer und Priester. Na gut, aussortieren. Wir haben ein Mirror of Dawn und noch ein Mirror of Dawn. Wie viel wiegen die? 0,3. Die können wir ruhig mitnehmen. Die Würfel sind echt praktisch, auch wenn wir noch keinen davon benutzt haben. Aber die können halt beide auf der ersten Stufe Leben einfrieren. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob wir dem Leben dann auch Schaden zufügen können, also dem Gegner. Aber so oder so ist es echt praktisch. Und ich weiß nicht, was sie auf der zweiten und dritten Stufe machen. Aber ich denke mal, was echt Nettes. Also werden wir das auch behalten. Also er hat die Kiste mit dem Essen. Wurfdingens, die Sachen behalten wir auch alle. Was war hier drin? Hier ist eine leere Kiste. Eine leere Kiste können wir nicht gebrauchen. Hier haben wir drei Edelsteine. Die werden wahrscheinlich für irgendeine Quest sein. Also irgendein Rätsel. Münzen kommen alle zu ihm. Trinken kann bei ihm bleiben. Er hat noch so einen besonderen Schlüssel. Der Stein kann hier bleiben. Und dann sind wir auch schon fertig. Auch schon, in Anführungszeichen. Ist irgendjemand überladen? Nein. Das heißt, ich dürfte jetzt auch schneller klicken können. Oh ja, das ist schön. Jetzt werdet ihr zwar das nervige Mausgeräusch durchgehend hören, aber schnell bewegen ist toll. So. Da sind wir runtergesprungen. Das wollen wir nicht wiederholen, denn wir kommen wieder ganz am Anfang raus. Jetzt merkt sich mein Kartengehirn, hinter uns ist der Weg zur nächsten Etage. Hier ist die Fallgrube runter. Hier ist nichts. Hinter uns ist immer noch der Weg nach unten. Was ist da lang? Da ist ein Gegner. Da gehen wir nochmal schön in den Nahkampf. Ach du! So viel zu meiner Theorie, dass sie im Nahkampf keine Blitze verwenden.
Und wir hätten mal seine Knochen mitnehmen sollen. Heilung? Ich hoffe einfach mal, dass die fliegenden Augen nicht so schnell sind. Und die Heiltränke bringen fast gar nichts. Wir müssen unbedingt höhere Heiltränke haben. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Schnell Heiltränke. Zwischendurch immer mal gucken, ob da so ein fliegendes Auge angetanzt kommt. Und ich sollte auch gucken. Oh ja, das klappt, das ist gut. Ich sollte auch gucken, ob wir dadurch permanente Stats verlieren. Da habe ich nicht vorher drauf geachtet. Kann man noch auf ihn draufklicken? Nein, kann man nicht. Schade. Okay, also sobald wir seinen Körper gesichert haben, speichern wir ab. Laden dann einen Speicherstand, bevor er gestorben ist. Gucken, wie viele Lebenspunkte und Stats er hat. Laden dann wieder den Speicherstand, wo wir kurz davor sind, ihn wiederzubeleben. Und vergleichen dann mal nach dem Wiederbeleben. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Ein besserer Plan ist erstmal, schön viele Heiltränke zu machen. Und das Ding scheint uns nicht zu verfolgen. Kichert sich bestimmt gerade einen ab. Hihihi, ich habe schon wieder eine Abenteuergruppe verjagt. Und einen von denen umgebracht. Na gut, er hat keinen Mana mehr. Ist der nächste dran? Das wäre er. Den kannst du mal halten. Nabi, kein Zauberspruch. Heilung. Heilung. Ein für dich. Noch ein. Noch ein für dich. Hier sind noch zwei leere Tränke und die restlichen Tränke und Gegenstände liegen alle noch da, wo er gestorben ist. Was ich übrigens recht nettes Feature finde. Dass man wirklich wieder zurücklaufen muss, wo er war. Was auch schwieriger ist, wenn man einen Helden weniger hat. Und schwierig ist immer toll. So. Cosmog. 1, 2. Nehmen wir noch 1, 2 für Set gleich. Und ja, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich speichere mal kurz ab, auch wenn das nicht gerade gut aussieht gerade mit dem toten Set. Aber nicht auf 8. Es muss auch umbenannt werden. So, 16. So, und jetzt schlafen wir. Und hoffen einfach mal, dass das Auge nicht hierhin schwirrt und uns im Schlaf blitzdingenst. Ah, bisher sieht es gut aus. So. Ne, wir nehmen jetzt mal starke Giftbolzen. Also okay, stark ist nicht um die dritte Stufe, aber es ist schon mal stärker, als wir es sonst so benutzen. Und ich sollte ganz vorsichtig sein und darauf achten, was für Blitzgeräusche kommen. Oder ob Blitzgeräusche kommen. So. Da liegt ein toter Zed. Da ist ein Blitz und man hörte kein Geräusch. Aber da kommt wieder einer. Stirb. Hässliches. Oh oh. Oh 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 oh. Warum kann ich nicht zaubern? Ja, komm Elijah. Nein, nicht schlafen, bist du wahnsinnig. Ach, da ist er. Warum kann ich nicht zaubern? Doofes Ding. Einfrieren. Kommt er? Nee. Toll, die ganze Heiltränke liegen auf dem Boden. Da bist du ja schon. Einfrieren. Und jetzt kann ich immer noch nicht zaubern, weil du in der hinteren Reihe bist. Wir können ihn totschlagen. Super. Können wir ihn austricksen? Können wir hier rumgehen? Ja, super. Schwupp, schwupp, schwupp. Falscher Trank, falscher Trank. Viel zu viel Krimskrams und der kommt bestimmt gleich von hinten. So. Ah, Heiltrank. Schluck. Und er hat keinen Mana und kann immer noch nicht. Also er hat Mana, kann trotzdem nicht zaubern. Warum kann er nicht zaubern? Ich verklick mich andauernd. Wir können jetzt totschlagen. Was bringt nichts. Hatten wir nicht irgendwo noch einen Gifttrank? Da. Gleich haben wir es freigearbeitet. Hier, friss. Ha. Und wir beschmeißen dich mit Münzen und allem möglichen Zeug. Ja. Also.
Das würde jetzt zu lange dauern, das alles wieder aufzuheben. Also lade ich einfach mal feigerweise. Quit. Also lade ich einfach mal feigerweise den Speicherstand hier und schreibe mir ganz kurz die Stats auf von Z. Also, wo ist mein College Block? Da ist mein College Block. Er hat 147 Lebenspunkte, 93 Stamina, 25 Mana. Das ist echt nicht viel. Er hat 6, 4, 3, 3, 3, 3 hinten. 6, 4, 3, 3, 3. Und er ist Craft Journey Novice Journey. Craft Novice Journey Journey. Richtig? Nein, Craft Journey Novice Journey. Das kommt dahin. So. Das mit den Novizen und Journeyman und was weiß ich, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, um zu gucken, ob bei dem Speicherstand, wo er gestorben ist, er dieselben Skill-Level hat. Weil wenn er nicht dieselben Skill-Level hat, dann ist es auch klar, dass er andere Stats hat. Aber gut, jetzt mache ich erstmal kurz einen Cut und wenn wir uns gleich wiedersehen, ist der Speicherstand geladen, wo Zed tot ist. Also bis gleich.